Präsentiert von provideopodcast.de, Ihr Profi-Cast für bewegte Bilder. Als nächstes schauen wir uns die einseitige Überblendung an. Dazu gehe ich hier auf den Reiter Bearbeiten, wähle Überblendungen und suche mir jetzt hier eine Überblendung aus. Ich nehme jetzt einfach mal Auffalten und ziehe die Blende hier auf das entsprechende Icon. Wenn wir uns die Blende jetzt mal genauer ansehen, dann können wir feststellen, dass der Clip B, dieser hier, im Standbild ist, so lange bis die Blende beendet ist und erst dann spielt der zweite Clip ab. Der erste Clip ist weiter in Bewegung, der zweite erst ab jetzt. Das heißt, wir haben jetzt eine einseitige Überblendung und wir können diese bearbeiten, indem wir hier auf die Blende klicken, dann auf die Eigenschaften und dann sehen wir nämlich hier Ausrichtung, Ende an Schnitt. Also am Ende des Schnittes wird die Blende ausgerichtet. Wir können natürlich hier auch sagen, dass wir beginnt am Schnitt wollen. Dann ist genau der umgekehrte Effekt. Wenn die Blende stattfindet, ist Clip A im Standbild und Clip B spielt schon ab. Mir persönlich gefällt es am besten, wenn man die Blende am Schnitt zentriert ausrichtet. Dann ist sowohl Clip A als auch Clip B in Bewegung. Um dies noch detaillierter anpassen zu können, wechsle ich ins Schnittfenster. Ich zoome mal hier an die Blende heran. Hier sehen wir die Überblendung. Und hier sehen wir jetzt auch, dass die Überblendung über beiden Clips liegt. Das heißt, wir haben jetzt eine beidseitige Blende, zentriert. Wir können die Blende aber auch anfassen, sie nach links ziehen. Dann haben wir wieder die einseitige Blende oder genauso auch nach rechts. Wir sehen also, dass wir dies hier noch viel präziser anpassen können. Einseitige Blenden verwendet man in der Regel am Anfang und am Ende eines Films, um von Schwarz zum Beispiel in den Film hineinzublenden. Deswegen suche ich hier mal nach der Blende Schwarz. Hier sehen wir es schon, Übergang zu Schwarz. Und diese Blende ziehe ich jetzt hier an den Anfang. Wir haben also jetzt eine einseitige Blende erzeugt, von Schwarz ins Bild mit Bewegung. Sieht natürlich am Anfang und am Ende sehr viel netter aus als ein harter Schnitt.